Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Inazuma Eleven Go, Chronos Downs Donnerknall. Wir sind hier am wunderschönen Schlummerstrand, wo ich auch endlich das Item bekommen habe, nämlich die Schnorchel für meinen Skipper. Aber jetzt brauche ich noch die Spielerin Lovelace und noch irgendwie was. Lovelace kriegt man, wenn man sie bei dieser Mannschaft oft genug gegen sie antritt, also das ist Lovelace. Und ja, man muss nur gegen sie und ihre Mannschaft spielen, dann kommt sie irgendwann in die Mannschaft rein. Aber das habe ich jetzt mindestens 15 Mal gemacht oder so, jetzt habe ich da derzeit keinen Bock, vielleicht mache ich das später nochmal. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen schön hochgelevelt. Erwin ist schon Level 43 und die anderen sind auch ein bisschen schön nach oben gegangen. Wir haben auch ein paar Attacken gelernt, unter anderem Sturmball. Ich glaube, das war neu. Sonst glaube ich sonst nichts Neues. Ah genau, ich habe sogar noch einmal Flugfischnadel bekommen, was auch ziemlich cool ist. Und noch viele. Nee, hier nicht. Inventar. Items. Ziemlich viele. Was hat denn? Satadagi und Jinzuku. Da ich verdammt viele nachgeschmissen bekommen. Echt cool. Gut, und jetzt sind wir soweit fertig. Und jetzt geht's weiter mit unserem wunderschönen Fossil ins minus 1000. Jahrhundert. Naja, gucken wir mal, wohin die Reise uns bringt. Artefakt installiert. Kreidezeit. Aha. Müsste hier unten der vorletzte sein. Genau. Was heißt unten, das weiß ich auch schon, aber jetzt geht's erstmal ins Land der Dinosaurier, Kreidezeit. Eine prähistorische Ära, in der es noch Saurier gibt. Der es noch Saurier gab. Tyrannosaurier, Triceratopse und alle anderen Dinos. Nimm den Bus in die Kreidezeit und let's go! Bitte einsteigen, Türen schließen, der Urzeitexpress hebt ab! Auf in die Urzeit! Geronimo! Oh, der Rat. Der Hohe Rat tagt erneut. Bisher ist noch keine Antwort von Aulonik eingegangen. Wir empfangen Vitaldaten, aber sind Aufenthaltsort weiter unbestimmt. Das wird kein GPS. Suchen Sie weiter. Wir wiederholen gerne noch einmal unseren Einwand. Aulonik ist unzurechnungsfähig. Seinen Menschen kann man nicht trauen. Ja, aber euch. Exakt. Nun läuft diese Verrückte frei rum. Aber unserem Ziel, Reimer zu zerstören, sind wir keinen Schritt näher gekommen. Ha, Gott sei Dank. Geil. Rapport. Bitte erzählen Sie uns von Ihrer Mission. Aha. Gerne, Vorsitzender. Meine Mannschaft, Perfect Cascade oder Kaskade, hat den Zeitsprung bereits durchgeführt und nähert sich Raimund stetig. Ausgezeichnet. Nur noch ein wenig Geduld, meine Herren. Ein neuer Bösewicht? Kreidezeit vor 68 Millionen Jahren. Eieiei. Das nenne ich mal einen Zeitsprung. Und schon sind wir hier. Meine Herrschaften, willkommen in der Kreidezeit. Das heißt, wir sind fantastische 68 Millionen Jahre gereist. Ich kann es kaum glauben. Und die Dinos? Wo geht's zu den Dinos? Warte noch, Jean-Pierre. Wir können nicht einfach alle losrennen. Als wären wir in Inazuma. Ja. Wir fallen hier auf wie bunte Hunde. Oder eher bunte Beutetiere. Genau. Hier sind sicher überall gefräßige Monster. Wir werden alle noch als Velociraptor-Imbiss enden.
Das war nicht so gut. Musik ist ein bisschen laut. So. Nur keine Sorge, Kinder. Der Reis schließt sich mit Urs von Wunderbier. Und was heißt das? Jawohl. Alles zusammen jetzt. 2, 4. Der Wunderwandler aktiviert. Aha. Höhlenmenschen-Outfits. Ach du Schande. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Das kannst du laut sagen. Ich dachte, wir bekommen so eine Anti-Dino-Rüstung oder so. Und keine Kartoffelsäcke. Ich finde meins eigentlich ganz hübsch. Steht mir. Findet ihr nicht? Naja, ihr wisst doch. Andere Zeiten, andere Sitten, andere Klamotten. In der Kleidung fallen wir überhaupt nicht auf. Ich will nicht rummeckern oder so. Aber nicht auffallen? In der Zeit gab es noch keine Menschen. Da dachte ich mir auch gerade, vor 68 Millionen Jahren. Der gute alte... wie ist der Menschenaffe? Der Homo sapiens oder Homo erectus, der kam erst ein bisschen viel später. Also, da werden die gucken. In der Zeit gab es noch keine Menschen. Der Elfen Klamotten auch nicht. Ja. Also, ja, da könnte was dran sein. So weit habe ich nicht gedacht. Ach, komm Leute. Jetzt seid doch nicht so griesgrämig. Ich mag die Kleidung. Sie bringt mich total in Steinzeitstimmung. Genau. Genau deshalb habe ich euch diese feinen Felle gegeben. Und jetzt auf. Holen wir uns eine Dinosaurier-Aura. Die Frage ist nur wie. See des Ursprungs. Und noch was nicht im Twitter, im Innerlink, genau. Da gibt es auch noch ultra vieles zum Vorlesen. Eigentlich nur hier in der Mitte ein bisschen was. Gut, gestern im Fernsehen ist was Neues. Die Kochsendung Klaus Thunfisch. War das die, wo Menschen in ein Schwimmbecken leben sollten? Hashtag Ballerballer. Nein, die Sendung danach. Die Doku über Geister. Mit echten Videos von garantiert echten Geistern. Oh, die habe ich auch gesehen. Irgendwie hatte ich schon ein bisschen Angst. Ihr auch? Ja, habe ich auch gesehen. Ziemlich langweilig, oder? Eugene, dass du sowas glaubst. Und hat doch genau gesehen, dass das nicht echt war. Was? Meine, das war total echt. Irgendwie war das schon etwas unheimlich. Aber Angst hatte ich natürlich keine. Du schaust dir so ein Quatsch echt nicht an, Beilung? Hashtag Kinderkram. Manchmal ist das auch nett. Ich schaue auch gerne Comedy-Shows. Ja, ich eigentlich auch hin und wieder. Schon ziemlich witzig. Finde ich gut, dass du auch sowas schaust. War es echt zu gruselig? Eigentlich war es gar nicht so schlimm. Ich habe nur viel mehr Gänsehaut gekriegt. Na ja, dann. Haha. Und was war das so hammermäßig unheimlich? Naja, da war es ein Typ in seinem Auto. Und dann hat er plötzlich was Eiskaltes in den Nacken gespürt. Er drehte sich um und... Ah! Und dann? Was war dann? Luke? Alles okay? Der Sticker ist genial. Hat der Fluch jetzt auch Luke erwischt? Fluch? Ryoma, das habe ich... Das habe ich gesehen. Hashtag Kindskopf. Okay, check ich es nicht, aber okay. Hat Spotter Zeit? Ist auch schon ziemlich langer Thread. Oder Street, je nachdem, wie man es ausspricht. Die sind echt niedlich, ja, genau, die wollten ja einen Hamster andrehen. Die sind echt niedlich. Ich finde die Wellensittiche super süß. Oh, hast du einen? Ja. Wenn ich nach Hause komme, ruft er immer: Hallo Sky! Ui, toll. Kannst du dich richtig mit ihm unterhalten? Haha. Manchmal schon. Hashtag super niedlich. Und wieder was zum Abschlecken Nikolaus haben wir schon. Gut, dringend. Wichtige Frage. Ach, übrigens, hier war die Mathearbeit. Spaß gehabt? Ha, klar, total. Ein paar Aufgaben waren echt knifflig. Ich habe heimlich auf Römers Blog geschaut. Musste voll loslachen.
Hast du vergessen, deinen Namen draufzuschreiben? Die meisten Antworten waren die richtigen so. Der Held hat sie nur die falsche Stelle geschrieben. Das kann doch jedem mal passieren. Ja, das ist schon ein bisschen blöd. Willkommensparty. Die muss auch schon längst verjährt sein. Eine schöne Party war das gestern. Mein Dank euch allen. Ja, es war voll toll mit euch. Die Partys im Haus Windsor sind echt die allerbesten. Vor allem das Essen war super. Jawohl, ja. Hashtag Himbeerkuchen. Das Essen war echt der Oberhammer. Vor allem der Kuchen. Wirklich sehr lecker. Finde ich auch. Ja, ich muss zugeben, ich fand es auch schön. Na, dann passt's ja. Neue Stempel. Zum Soll weiß ich noch. Jemand hat mich gefragt, ob ich Soll machen könnte. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach. Boah, jetzt haben wir aber fast schon genug Stempel für ein Sammelalbum. Ihr könnt ja in Zukunft hier Stempel-Comics posten. Echt? Wie denn? Warte mal, Eugene, darf ich mal dein Handy benutzen? So, na? Haha, ja, das ist klasse. Finde ich gar nicht. Und ich habe es nicht mehr richtig gecheckt. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ha, von wegen. Ist das eine Geschichte, ein Comic gecheckt oder irgendwas? Nicht ganz, aber okay. Aber wahrscheinlich nur so eine Art Beispiel. Hast du gesehen? Der Typ, das hat früh so scharf gestickt. Tut mir leid, aber es sieht aus wie meins. Ja, bitte auf den Namen. Machen wir das bei euch so. Vielleicht sollten wir auf den Bus auch unsere Namen draufschreiben. Also ob ich, Urs und Wunderbär, einen Bus verlieren könnte. Hashtag Undenkbär. Gut, das war's schon. Ich habe ein bisschen zu viel vorgelesen, aber ist ja egal. Und sieht echt sexy aus. Wow. Mir gefällt mein Outfit eigentlich ganz gut. Es hat Stil. Es ist flauschig, kuschelig und bequem ist es auch noch. Wow, macht einen echt süßen Hintern. Nicht schlecht. Gut, es gibt hier keine Gegner, das hätte mich auch ein bisschen gewundert. Oh! Darauf stehe ich hier voll drauf. Noch ein paralleler Stein. Dringt eine Stimme. Ah, ein Torjubel. Kein weiterer Kampfgeist. Sie kommt dir irgendwie bekannt vor. Dann lass mal hören. Wandi. Mein Torjubel? Kannst du gern sehen? Jawohl, ja. Alle Neune. Ein Klassiker von Go. Ist Go schon ein Klassiker? Auf jeden Fall den kannte ich schon. Aber egal. Nun kann ich irgendwas fotografieren. Ihr müsst euch das mit einem Pilz sein. Entweder das oder bei den letzten Gebiet, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber ich denke, vielleicht war es doch hier. Um eben diese drei Herren zu bekommen. Pignon, Legras und Wolfie. Da gibt es ja irgendwas über einen Pilz. Und entweder war das jetzt hier oder im nächsten Gebiet, aber ich denke, also in der nächsten Zeitzone in der Welt. Dengeleng. Gut, weiter geht's, hier ist ja nix. Oh, wie cool! Ist ja geil! C'è magnifique! Ui, so viele Dinosaurier! Das ist ein Triceratops! Und schau mal, da drüben! Das ist ein Ankylosaurus! Und da, ein Alamosaurus! Ich kann's kaum glauben. Lebendige Dinosaurier. Das ist wie ein Traum. Ja. Schau mal lieber hier. Habt ihr diesen Brocken gesehen? Der wiegt mindestens eine Tonne. Und ich habe meine Angel nicht dabei. Weil die beiden Angel-Bros. Das ist doch kein Fisch. Das ist ein
Plesiosaurus. Ein Dinosaurier, der im Wasser lebt. Echt? Egal. Ein cooler Fang wäre es trotzdem. Bestimmt. Also, ich weiß nicht. Wenn ich mir die größten Verhältnisse anschaue, dann ist eher Dunkelpfanne als dieses Monster. Das könnte sein. Die sind echt stark. Und schön. Magst du Dinosaurier auch, Victor? Ja. Volote hat mich mal zu einer Ausstellung ins Naturkundemuseum mitgenommen. Oh, cool. Und jetzt sehe ich diese Viecher mit eigenen Augen. Echt heftig. Und ob. Wenn ich die Herrschaften stören dürfte, wir haben keine Zeit, den Dinosauriern beim Nachmittagsspaziergang zuzuschauen. Wir müssen weiter. Schnell. Aber ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Sonst landen wir noch auf einen Dinosaurier-Teller. Bestimmt. Wunderbär! Hinter dir! Ui, ein Dino! Und der schnappt auf uns zu! Lauf zu meinem Leben! Ich höre gar nicht auf zu schnappen! Tiefe! Hinter uns wird zu! Aber das kann nicht sein. Ihr habt doch gesagt, in dieser Zeit gibt es noch gar keine Menschen. Außer das auch schon Zeitreisender. Interessant. Was bist du? Uga, ich Soa, ihr Freund von Soa. Das ist ganz cool. Der gefällt mir. Das kann ja sprechen. Das kann ja sprechen. Das? Soa kann das. Soa ist Soa. Soa, ist das dein Name? Uga. Das war wohl die Antwort. Du wie Soa. Andere Freunde nicht wie Soa. Andere Freunde vier Beine und Schuppen. Und ihr habt drei Beine und Schuppen. Also drei Beine unten und Schuppen auf dem Kopf. Versteht ihr? Ach, ich bin so lustig. Uga, Uga, Uga. Ihr keine Schuppen, so keine Schuppen. Nur ein paar. Nur ein paar. Der chillt sein Leben, der ist cool. Gesehen? So ein großer Tänzer. Du auch Tänzer? Nein, ich bin kein Tänzer. Ich bin Arion. Marion? Marion und Freunde kommen in so ein Haus. Komm, komm! Marion? Auch ein cooler Name für Arion. Hey, jetzt lauf doch nicht so schnell! Folge dem seltsamen Jungen. Okay, mit was und wem kann ich jetzt hier quatschen? Ich kann mit Dinos reden. Okay, zuerst darf ich weg und jetzt kann ich mit ihnen quatschen. Hey, Kumpel. Ja, so klingen Dinos. Und wie klingst du? Und du bist Verkäufer. Ja. Yeah. Tafelwasser, Gebirgswasser, Rauchfleisch, Saftfleisch. Sind das Kannibalen? Feines Räucharoma, geheime Herkunft. Führt die DP minimal auf und großzügig. Saftfleisch. Okay, der verkauft Dinosaurierfleisch, obwohl er selbst Dinosaurier ist. Das erinnert mich ein bisschen an den Film Dänische Delikatessen. Weiß ich, ob ihr den kennt, wahrscheinlich nicht, der ist nicht so ganz bekannt. Da geht's um zwei Leute, die Serienmörder sind
und dann, um die Leichen zu verschwinden, eine Art Metzgerei aufmachen und dann das Fleisch als besonders bekanntes Fleisch verkaufen. Und dann stehen die Leute so ultra auf den Geschmack, dass sie immer mehr und mehr und mehr wollen. Und ne, der Film ist eigentlich ziemlich scheiße, aber da muss ich jetzt doch ein bisschen dran denken. Das ist schon cool. Ach ja, und danke für die wunderbare Auskunft. Ich bin doch verrückt im Kopf. Oder eine Kiste? Ja! Mit Tanz des Aeolus. Oder Aeolus? Was ist das da hinten? Ui, so viele Dinos. Ist ja cool. Grrr. Anklo. Grrr. Noch einmal. Grrr. Uga. Wieso rede ich eigentlich mit ihm? Die sind irgendwie... Patschi. Grrr. Moment. Das ist nichts zum Quatschen. Da ist noch was. Ja, süß, wie so ein Pokémon. Ist da noch irgendwie was? So zum Trainieren ist hier, aber. Also noch nicht aktivierbar, oder? Die Ausdauer. Das gibt's halt ein bisschen komisch jetzt. Ausdauer ist doch nicht schlecht. Das ist hier als vorletztes. Der kann da ein bisschen was brauchen. Gabi vielleicht. Wir finden ein bisschen wichtig. Jupp. Oh Gott. Bleib nicht stehen. Lauf! Oh Gott. Das nenne ich mal Training. Bis die Sonne untergeht. Gut. Kamera kann man auch nicht drehen, das heißt, hier wird wahrscheinlich nichts sein. Obwohl, man weiß ja nie. Da. Nee, da wird nichts sein. Hier ist ein komischer Flussteich. So. Nö. Ich suche jetzt Sor. Sor, nur wenig Schuppen. Hier wird wahrscheinlich auch nichts sein, außer eine schöne Aussicht. Oh, sieht aus wie... Ja! Ja! Kreidezeitpanorama. Braucht ihr das auch nicht für irgendein Kickerkettchen? Ich glaube nicht, oder vielleicht... Bei Flammenwolf irgendeine Figur, da habe ich auch ein paar andere zum Abwerben. Da wird es auch eine andere Mannschaft geben. Hashtag Inazuma Eleven Ultimate. Mit dir kann ich nicht quatschen, schade. Wäre ein bisschen blöd, wenn es dann direkt exakt dieselbe Mannschaft ist wie hier. Deshalb habe ich da ein paar andere Figuren dabei. Hallo? Kra-Uka! Hallöchen! So. Ist ja cool, so viele Dinos. Und hier stehen, Sor, hier ist Sor Hause. Uga, Uga, hier, Sor Haus, hier lang. Jetzt kommt noch was, so viel Zeit haben wir. Ja, Wunderwanderer. Da geht's los. Genau, außerdem kostet das alles Geld. Also halt auf zu quengeln. Also, diese Klamotten sind echt noch viel schlimmer. Hashtag Mief, Hashtag Filz ist doof. Filz ist doch nicht doof, Filz ist cool. Unmöglich, dass wir so rumlaufen müssen. Ich finde gar nicht so schlecht. Die sind fast Harmkleidung. Hä? Wollt ihr lieber was Hübsches, was Helles, was Pinkes mit Blümchen drauf? Dann finden die Monster uns schneller, wenn sie mal Hunger haben. So wie der da. Also,
Ich finde diese Kleidung echt cool. Hashtag Kreidezeitproblems. Oh Gott, wieder so viel. Na gut, ist nur Bienchen. Du kennst Kopf. Leute, was war das? Hahaha, ich schmeiß dich weg. Das war echt komisch. Ich hab alle total Angst gehabt, stimmt's? Rüben hat sich total leise angeschlichen und Luke eine eiskalte Limo-Dose an den Nacken gehalten. Hashtag Scherzkeks. Echt total witzig, Mann. Du findest das auch noch toll. Ich sag's dir, Fensterticke sind viel klüger, als sie zeigen. Glaubst du? Hey. Hansi ist bestimmt ein heimlicher Spion. So wie er immer zuhört. Jetzt übertreibt man nichts. Das ist ja cool. Meine Oma hatte nämlich auch einen... Ich glaube, das war kein Fensterticke, das war irgendein anderer Vogel. Oder vielleicht doch ein Wellensittich, ich kenne mich noch nicht so ganz aus. Sie hatte auch einen Wellensittich und der hieß auch Hansi. Ich glaube, wir sind ja in Bayern. Da heißt jeder Hansi. Ich heiße sie auch Wolfgang, Hansi. Nachnamen sage ich mal lieber nicht. Dringend eine wichtige Frage. Nachname ist übrigens Meier. Ne Quatsch. Sag mal, wie ist euer Unterricht denn so? Ach, das weiß ich gar nicht, genau. Jetzt komme ich wieder mit. Eigentlich sind die Lehrer alle total nett. Nur Eitor, der hatte neulich Pech. Der Lehrer hat ihn total ausgefragt vor der Klasse. Ui, das hatte ich fast schon vergessen. Er ist knallrot geworden. Bah, das habe ich auch so gehasst. Willkommensparty. Habt ihr es gehört, Leute? Unserem Jankos hat sie gefallen. Da bin ich aber froh. Die haben uns so viel Mühe gegeben. Habt ihr sogar die Girlanden selber gemacht? Ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wir wollten zeigen, dass wir uns freuen. Fertig? Jupp, supi. Dann weiter. Oh, da gibt's sogar... Oh, das ist cool. Boah, bist du cool. Gra, 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 gra. Du bist cool, aber du hast dich an wie so ein Alien von diesem komischen... Alien-Invasionsfilm der 90er. Den fand ich auch irgendwie so ultra cool, obwohl er schon richtig beschissen war. Ich stehe irgendwie auf richtig beschissenen Film, ich weiß auch nicht. Grrrr. Die neuesten Technikanleitungen zu den besten Preisen. Ui. Das ist ja cool. Kaiserpinguin 2 gibt es sogar zu kaufen. 1580. Boah. Tyrannotorpedo. Ui. Akrobatentwist, Monsterkneifer, geiles Hände. Monsterkneifer habe ich auch schon. Bei Flammenwall. Das lernt auch jemand. Akrobatentwist kenne ich auch schon. Habe ich auch schon 2 gelernt. Kaiser und Ryoma, genau. Kaiser Pinguin 2 hat schon Lucien, aber das ist komplett neu. Einmal bitte. Das bringt ja gleich jemanden bei, auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, dass ich hier überhaupt ein Spiel spielen kann, denn es gibt ja keine Menschen. Und... Ah, keine Ahnung, das Ganze ist doch ein bisschen seltsam hier. So, wird noch ein Platz frei. Doch, Faye, doch, den Vision Force, das wäre für dich perfekt. Auch wenn es, glaube ich, elementmäßig nicht passt. Da haben wir Baum und da haben wir Erde. Passt nicht so ganz. Aber egal. Tyrannotorpedo passt perfekt. Also, her damit. Und wenn nicht, man kann es überschreiben und auch hoch. Wo ist denn Tyranno hin? Das ist er doch. Ach ne, das sind die Kampfgeister, genau, und nicht die Mixi-Max. Dachte ich mir schon, hä? Da fehlt ja was. Gut, das Match kann ich ja nicht machen. Aber ich kann wieder mich unterhalten mit dir. Gagroa. Danke. Aufladen, Top 5. Ja, kein Wunder ohne Matches. Gura, gaga. Aber wie erklären wir so, dass wir seine Kraft brauchen.
Was hat er überhaupt für eine Kraft? Ich bin noch ein bisschen leicht verwirrt und das sind auch noch ein paar, kann ich runtergehen? Ist hier eine Treppe? Nö. Nach oben ist es okay. Alles klar. 30 Minuten sind schon immer, aber... Das will ich doch mal gucken. So. Alles klar, bitte, Kumpel. Ui. Da geht's aber steil nach oben. Da oben ein Stampfdrachental. Haus von großen Tiere. Wenn Arian und Freunde da hoch, Arian und Freunde Mampf für große Tiere. Mampf für Saurier? Also wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich auf dieses Erlebnis lieber verzichten. Gut, Sora auch keine Lust auf Mampf. Sora zeigt anderen Weg. Und Sora gibt mir Möglichkeit zu speichern. Sora, guter Junge. Okay, gut, dann machen wir es doch erst im nächsten Part. Du hast nämlich 31 Minuten und 40 rum, glaube ich. Jo, ungefähr so weit. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir das nächste Part hier weiter um. In dieser doch sehr, sehr ruhigen und schönen Gegend. Kein Kampf, kein Sanak. Alles schön ruhig, alles schön gechillt. Nette Verkäufer, humane Preise. Obwohl es keine Humanität bisher noch gibt. Also, ich finde sie irgendwie saure-mäßig cool. Gott, war der schlecht. Oh, ist das schön. Geht da hinten so, ist noch so eine Steppe. Da kann man hier rüber gehen. Okay, wir sind jetzt ungefähr hier. Ja, das könnt ihr ja sehen. Moment, ich muss mal ganz... Ich guck mal ganz kurz, ob jetzt... kann ich die... Nö, die Maus wird nicht aufgenommen, egal. Also auf jeden Fall, wir sind jetzt hier, wo dann die große, wo die Berge da sind. Dann können wir hier drinnen dann über die Brücke gehen und dann ist hier hinten auch noch was. Also es gäbe schon ein paar Plätze für große Matches, entweder hier von der linken Seite ganz oben oder hier hinten bei den komischen Dornenranken oder ja, eher irgendwie so Knochengerüste oder was das ist. Also Plätze für große Matches gibt schon einige. Na, ich bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall sage ich mal Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.